Hey Leute, kleines Infovideo zu News, die ich erhalten habe. Und zwar geht es heute um, ja, dieses Artwork. Die, die mich länger verfolgen, die kennen dieses Artwork. Wir sind nämlich zusammen live auf Twitch 140 Stunden dran gesessen. Und ja, ich habe mich die Tage um Selbstständigkeit und Pipapo gekümmert, um eben das Ganze ready zu bekommen. Und dann ist etwas passiert. Und zwar haben wir nicht die Genehmigung von EA bekommen, mein Bild praktisch auch zu verkaufen, weil eben deren geistiges Eigentum praktisch auf diesem Bild vorkommt. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Sehr ärgerlich für mich. Vor allem, ich habe jetzt schon ein paar Prints. Die muss ich jetzt loswerden. Kann ich leider nicht mehr verkaufen. Was heißt das für das Bild? Zunächst mal heißt es auch was Gravierendes für diesen Kanal hier, und zwar, dass mein Konzept, dass ich Spiele durchspiele und dazu Artworks verfasse, scheint scheinbar nicht zu funktionieren. Dementsprechend müssen wir dieses Bild nicht komplett verwerfen. Ein paar Kapitel sind zum Glück mein reines kreatives Schaffen, und zwar werden wir einfach Kapitel 1 bis 4 nochmal überarbeiten. Die ganzen Spielcharaktere entfernen und das Spiel nicht mehr in Zusammenhang mit dem Spiel Lost in Random bringen. Ja, sehr schade drum. Vor allem, da wir auch, wie gesagt, 140 Stunden zusammen dran gesessen sind, und ich führe ja das hier als selbstständige Tätigkeit aus. Und natürlich ist das auch mein Ziel, irgendwann mal irgendwie in schwarze Zahlen zu kommen. Und mit solch, also wenn ich mich mit jedem Bild mit dem alten Konzept mit solchen Problemen dann rumschlagen muss und schlussendlich keinen Profit rauszubekommen, hat sich für mich diese Thematik schon mal, ja, erledigt. Es tut mir viel leid für alle Leute, die sich gefreut haben, mehr Bilder zu sehen, die eben in, nach dieser Art hier gemalt werden oder werden würden. Also, A Plague Tale: Innocence fällt praktisch weg. Ich hatte auch schon angefragt bekommen, ob ich nicht Five Nights at Freddy's eben Let's Playen möchte und eben dazu ein Bild malen möchte. Fällt der da auch ins Wasser? Und ihr seht eh. Zum Glück ist es noch vor dem Verkauf der Prints geschehen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich einiges an Problemen und Geldstrafen erhalten. Das heißt, zum Glück bin ich ein vorsichtiger oder zum Teil vorsichtiger Geschäftsmann und habe mich ja dahingehend abgesichert. Nicht abgesichert, sondern mich erkundigt. So, das war's auch schon mit diesem kleinen Update. Ich schaue, dass es um 15 Uhr hochgeladen kommt. Und ja, falls ihr Lust habt, wir sind gerade auf Twitch live. Ich bin für Fragen auch gerne offen und kommt einfach vorbei. Wir malen jetzt gerade aktuell ein Alice in Wonderland Artwork, malen danach wieder Lost in Art. Das heißt, wenn ihr oder falls ihr erst jetzt neu dazugestoßen seid und noch nicht die Möglichkeit hattet, euch auch selbst ins Bild rein zu bringen, und zwar jeder, der neu in den Chat kommt, dessen Name wird praktisch auch dann schlussendlich im finalen Bild, ja, vorhanden sein. Also je nachdem, welches Bild ich gerade male, wenn ihr einfach nur Hallo reinschreibt, male ich euch gerne in das Bild rein, und so werdet auch schlussendlich ihr da draußen Teil der Geschichte des Bildes. Danke, dass ihr zugehört habt, und wir sehen uns in aller Frische im nächsten Stream, im nächsten Video. Also ciao, Papa, euer Queenix.